Hallo, ich bin es, euer René. So, ihr wolltet ja oder ihr habt euch gewünscht, dass ich Kommentare wieder vorlese. Werde ich jetzt gleich machen. Ja. In diesem Sinne. So, jetzt habe ich leider keine Buttermilch dabei. Aber das kann man ja nochmal nachholen. So, bevor ich aber anfange mit den Kommentaren vorlesen, habe ich an jemanden eine Bitte. Ich habe mir das mal notiert. Ja, Schlüssel zur Seite, das zur Seite. Ja, das notiert. So, dass ich das auch mal schön lesen kann. Hochscrollen. Das ist von einem Infovideo gleich. Aber im Moment habe ich eine Bitte an jemanden, der auf YouTube ist, auch festgestellt, er ist auf Facebook. Rosettenreiniger, ich habe eine Bitte an dich. Du hast 3 Videos von mir auf deinem Kanal. Ja, wäre nett, wenn du die runternehmen würdest. Und auch die anderen Videos bitte lösche die, wo du mich Mettmaul nennst, ja, und sie anders beschriftest und behauptest, du hättest ein Recht dazu, diese Videos zu benutzen, hast du nicht, ja. Und in diesem Sinne wäre es nett, wenn du die löschen würdest, sonst ist noch freundlich, lösche es und es wäre sehr nett von dir. Du darfst die Videos gerne nutzen, aber du darfst sie nicht auf deinen Kanal hochladen und mich dann Mettmaul nennen, ne? Weil ist nicht schön, macht man nicht und setz nur eine freundliche Bitte und schauen wir mal. So, und jetzt für euch, meine Lieben, ich werde jetzt die Kommentare vorlesen zu dem Video, René's Info. Erster Kommentar, Salomon Goldnatz. Irene hatte Luft im Bauch wegen Drachenlord, aber René ist genussvoll ein Biomed-Lover. Matt Lover oder keine Ahnung. Ja, gut. Xbox Test. Kochvideo wird geil. Kochvideo kommt noch. Hab ich ja gesagt. Dürft euch freuen. Mehr Kochvideos. Carlo Friedmann. Ja. Auch danke dir, Carlo Friedmann. Oder Paolo Friedmann. Entschuldigung. Peter Jensen, wieso hat Irene dich verlassen? Könntest du mal die Musik ein bisschen lauter machen? Danke. Ansonsten Top-Video. Irene hat mich nicht verlassen und Irene wird auch erstmal nicht mehr wiederkommen. Und die Musik, wenn sie dir gefallen hat, kann ich natürlich lauter machen, aber dann versteht man mich ja nicht. Oh, schauen wir mal weiter. Jens Prostata Wiese. Wann gibt es neue Infos von Irene? Hat ich geantwortet? Nee, da habe ich nicht geantwortet. Hat jemand anders angeworfen? Lenny Topas, Tim Wiese tot, so auch Panheim. Er ist, müsst nicht meinen. Ich nichts verstehen. Die Schuh-Ups-Kröte. Tja, ist so. Aha. Ja dann. Dein menschbeliebter M-Träger 67. Der Drachenlord würde sich wahrscheinlich sehr über ein gemeinsames Video mit Irene freuen. Ah, was habt ihr alle mit Irene? Ne? Und Drachenlord, ne? Ist Vergangenheit. Ja. Schöne bewegte Produktion.
Danke dir, Schuschkröte, Roko Sifmai, Zifrei, Tag, René, ja, dir auch einen wunderschönen Tag und später einen wunderschönen Abend. Ne? Turgott, Jens Kies, freue mich schon. Schon, ja, gut, ein bisschen falsch geschrieben, ist egal, ich habe auch manchmal Schreibfehler, ist nicht Workshop geschrieben, aber mein Gott, alles gut. Dippel, Psych, Alfons Käseberg, geile Musik, mein Freund, ja, finde ich auch, war auch wirklich eine geile Musik. Eine Person, die ich nicht nennen möchte, mach mal hinter Gittern. Habe ich schon mal gemacht, wisst ihr ja. Und nee, hinter Gittern ist vorbei. Mache ich nicht mehr. Mensch, beliebter Lil M. Träger 67. Warum löschst du immer meine Kommentare? Ja, warum? Ich würde sie gerne drin lassen, aber wenn du manchmal nicht so ein... Manchmal schreibst du Kommentare, die sind wirklich nicht schön und geht gar nicht. Und ne, tut mir leid, sonst hätte ich dich auch nicht gelöscht. Wenn du schöne Kommentare schreiben würdest, ne, hi, wie geht's, tolles Video oder keine Ahnung oder irgendwas Nettes, aber du schreibst manchmal wirklich nur, ne, und deswegen brauche ich nicht, ganz klar. MS. Gott, MS 1906 SCP. Musik etwas zu leise. Ja, gut. Ja, ich kann das lauter machen. Also, alles gut, ne? Aber dann versteht er mich ja nicht mehr. Die Schuhkröte SOS oder SOS oder keine Ahnung. Panromale Begegnung mit Irene Baraka 67, ja. Wann kommt denn nur die Lollis ab? Bitte um Info. Ja, da habe ich drauf geantwortet, vor 2 Stunden. Es gibt keine Info. Dann hat er wieder geantwortet, trotz normale Begegnung mit Irene Baraka 67. Schade, schade. Ja. Ne? So, Salom Goldnatz. Lest die Kommentare bitte. Machen wir jetzt. Gewünscht, habe ich darauf geantwortet, vor 2 Stunden gewünscht, heute den 31.08.2022, ne, abends getan. Habe nur einen Daumen nach oben gemacht, Salon Goldnatz, vor 2 Stunden, schön, eben, mit Irene, eventuell, sie ist so Fisherman Friends, ja, ihr mit eurer Rede. Ja, das waren jetzt so die Kommentare, ne, zu diesem Video. Und ja, in diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht später. Und ja, entweder diese Woche noch oder nee, diese Woche schaffe ich das leider nicht mehr. Aber nächste Woche kommt dann Kochvideo. Und dann geht es auch wieder los mit der letzten Folge von Ditsche und Autex. Und noch andere tolle Videos. Euch noch einen schönen Abend, später eine gute Nacht. Euer René. Tschüss.